Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von ETS2. Für mich für heute auch die letzte, weil ich habe echt keine Bock mehr, die ganze Zeit LKW fahren. Da denkst du ja, du wirst bekloppt. So, wir machen ein Auftragsangebot. Schnellaufträge. Gucken, gibt es hier Schwertransporter? Ja, 44 Tonnen viel zu wenig. 45 Tonnen auch zu wenig. 45 Tonnen, 40 Tonnen. Gibt es hier keine 60 Tonnen oder so? Das ist ein Witz, oder? Och man du. Na gut, dann gucken wir mal bei den anderen. 730 PS Scania. 730 PS Scania. 730 PS Scania. 750 PS Volvo. Na, den nehmen wir doch. Italiano. Ja, leck mich am Arsch. Den nehmen wir. Das ist genau eine Liga, Digga. Volvo for life. For life, my friend. Oh. Oh, eine neue Animation. Was ist das denn für ein Bauteil da? Ist das ein Plattenspieler? Das ist eine Frisbee. Ein bisschen groß? Sag mal. Arbeitet er gerade mit einem Besen auf dem fucking Bauernhof? Als nächstes nutzt er einen Staubsauger in der Wüste oder was? Ist der Typ dumm oder so? Junge, das kriegst du da nicht weg. Das gehört dahin. So etwas nennt man Erde. Fachkräftemangel in Deutschland. Ich sag's euch, Fachkräftemangel. So, ja, das kennen wir. Genau. Achten wir eh nicht drauf. oh, ein schöner Volvo. Ist aber der Classic, ne? Ja, das ist ja der Classic. Oh, was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Der gute Classic. Schnieke. Boah, diese Kamera, diese Rückspiegel sind halt so ausgeblurrt. Nice. Ah ja, schon geil. Schon echt nicht schlecht. Die jubeln uns da alle zu. Klar, sogar Kamerateam. Alter, ja, sag mal, läuft's denn noch? Ich meine, klar, auch im Echten gibt es teilweise so Dokumentationen über Schwerlasttransporte. Ha, siehst du? Der Herr, der hier letztens, ne? Der Herr, der hier, also für euch ist es schon eine Weile her. Ja, als ich die letzten Schwerlasttransporte gemacht hatte, also die ersten Videos, da meinte ich ja, Kacke, warum fahre ich immer, wenn es dunkel ist? Und da meinte einer bei den Kommentaren, ey Ronny, ja, damit ihr mal so eine Zeitskala habt. Er meinte, ey Ronny, jetzt bin ich raus. Genau, Ronny, Schwerlasttransporte fahren doch auch im Echten meistens, wenn es dunkel ist. Was richtig ist, keine Frage. Ja, habe ich in dem Moment vergessen gehabt. By the way, dieser Kommentar kam heute. Da könnt ihr euch also mal ausgucken, gucken, ob ihr diesen Kommentar findet. Also heute ist der, ja genau, heute ist der 20. April, kann ich euch einfach so sagen. Und ich bin mal gespannt, wann diese Folge online kommt. Nach meiner jetzigen Upload-Geschwindigkeit würde ich mal sagen, in einem Monat? Wenn ihr Glück habt. Ja, okay, komm, anderes Thema. Aber, ne, wie man sieht, hier, guck mal. Die fahren tatsächlich doch auch, wenn es hell ist. Also scheint wohl im Spiel doch nicht immer nur Nacht zu sein, sondern wir hatten wirklich einfach immer nur Pech, dass es bei uns gerade in dem Moment Nacht war. Jedes Mal. Weil jetzt ist gerade 12 Uhr, also 13 Uhr. Ne? Lass uns loslegen. Nee, aber er hat auf jeden Fall schon recht. Im echten Fahren Schwerlasttransporte tatsächlich auch primär nachts. Einfach, weil man die Straßen absperren muss dafür. Ich meine, bei richtig großen Schwerlasttransporten, was wir jetzt hier nicht unbedingt haben, das ist ja nicht nur so Pille-Palle. Aber wenn so Schwerlasttransporte durch ungewegsames Gelände fahren, also vor Dörfer zum Beispiel, dann muss er teilweise auch richtig Laternen abbauen oder ja, so solche Sachen. Oder Straßenschilder abbauen, damit er halt Links, nicht rechts gegen äxt. abbiegen. Und ja. Biege nach rechts ab.
Das machst du natürlich dann, wenn du sowieso schon am wenigsten Verkehr hast. Und das ist natürlich nachts der Fall, ne? Ganz klar. Aber, wie man sieht, kann man hier im Spiel nicht nur nachts fahren, sondern auch tagsüber. So. Wir dürfen 60 fahren? Was? Ja, YOLO. Gib mal Gas hier. Junge, ich hab Vorfahrt. Map, map. Oh Mann, ich spreche mal lieber. Oh. 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 Holy moly, Alter. Mit 60 durch die Kurve, mit so einem Teil hinten drauf, Digga. Das Ding verwandelt sich gleich wirklich zu einer Frisbee. Einmal übers Meer und wieder zurück, oder was? Schönes Ding, schönes Ding. Ich meine, im Echten wäre es wahrscheinlich so, ja. Was spiegelt sich denn da im Wasser bei meinem Rückspiegel? Da spiegelt sich irgendwelches grünes Zeug im Wasser. Was denn da los? Naja, nee, im Echten wäre es wahrscheinlich so, nur weil du 60 fahren darfst, heißt das natürlich nicht, dass du 60 fährst. Ja, der wäre ja schon doof, wenn du mit 60 durch eine Kurve fährst. Mit so einem Ding hinten drauf. Also, dann kannst du auf das Ding gleich deinen Arbeitsvertrag draufkleben. Und wenn das Ding wegfliegt, dann deinen Arbeitsvertrag auch. Ja. Ich meine, es gibt auch im echten Unfälle, ne, logisch, erstens mal externe Einflüsse. Aber ich meine, auch mit so einem LKW kannst du einen Unfall bauen, wenn dir einer hinten reinfährt. Aber du kannst natürlich auch selber Unfälle bauen. Gab es ja hier vor kurzem den bekannten Fall, wo die da irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Tanks hinten geladen haben und dann damit in so einen Graben gefallen sind. Passiert halt. Ich meine, so ein Ding wird zwar durchgeplant, like get no. Das heißt aber nicht, dass sowas gegen alle Fehler gefeilt ist, weil es planen immer noch Menschen. Und da merkst du schon, wo der Knackpunkt ist, ne? Was? Ist ja gut, Alter, da ist eine Leitplanke. Was soll ich denn machen? Ach, die Laterne ist das Problem, aber die Leitplanke nicht, oder was? Sag mal. Ist das Ding so hoch über dem Boden? Tatsächlich, pass echt drüber. LOL. Wie geil. Na gut, okay, komm. Haben wir Schaden bekommen? Ja, der Hänger, der ist durch, weißt du, der Hänger komplett Schaden. Aber die Fracht, die dagegen geknallt ist gerade. 0%. Da kriegst du sogar noch Geld zurück, kriegst du da. Alter. Nehme ich so hin. Habe ich jetzt kein Problem mit. Nach links ab. Nee, aber zum Beispiel letztens, da hatte ich ja, als wir diesen Auflieger hatten, der hinten ausgeschwenkt hat, da hatte ich ja erklärt gehabt, ne, dass das Problem zum Beispiel besteht, dass wenn du nach rechts abbiegst und dazu enge Kurven ziehst, dass dann der Hänger nach links ausschwenkt, weiter als gut ist. Und zum Beispiel bei solchen Sachen, wenn man da schon merkt, okay, man hat sehr enge Kurven. So wie hier gerade, was ist denn hier los? Was zur Hölle? Speichern. Digga, ich. Da vorne. Wie. Was? Ich meine, gut, der Hänger kann hinten zum Glück auch ausweichen. Aber trotzdem hier ganz schön eng. Was soll ich gerade sagen? Genau, in solchen Fallen. In solchen Fällen. Würde man im Echten halt auch, wenn es nicht anders geht, wenn die Strecke halt so bebaut ist, würde man in solchen Fällen zum Beispiel die Straßenschilder abnehmen. Ja. Und das geht halt nur, wenn man die Strecke vorher plant und alles drum und dran. Aber für den Fall, dass die Straßenschilder halt nicht abgebaut sind, muss man das halt schon im Hinterkopf behalten, dass da was passieren kann.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch nicht jeder Schwertransport so groß ist, dass der geplant wird und, ne? Weil so wie bei uns zum Beispiel, als wir den Hubschrauber transportiert haben, da wird jetzt nicht rigoros vorher geplant und alles abgesteckt, wenn man so möchte. Ja, der wird wirklich einfach Flugzeug hinten drauf, Hänger passt schon und dann YOLO. Von daher, da musst du ja wirklich während der Fahrt aufpassen, dass du halt. Ich meine, im besten Fall hast du Navi, was die entsprechenden Routen raussucht. Dass du halt zum Beispiel primär auf einer Autobahn fährst und Abfahrten nimmst und Auffahrten nimmst, die weiträumig sind oder halt nur Hauptstraßen benutzt. Und solche Sachen halt. Aber ich meine, wenn du halt nur so ein TomTom-Navi hast und dich das Ding irgendwo durch eine Waldstraße scheucht, oder am besten noch durch einen Fußgängerparkbereich da, naja, dann musst du damit halt haushalten, ne? Weil das Problem ist mit solchen Aufliegern, wenn du mal irgendwo in eine Bredouille kommst, du kannst doch nicht einfach wenden. Das ist das nächste Problem. Das heißt, wenn du am Arsch bist, dann richtig. Deswegen, also, da musst du schon echt teilweise, weil wenn du so eine Transporte machst, dann wäre es A gut, wenn du viel Erfahrung bereits hast. Ja? Deswegen, das Wichtigste beim Schwertransport ist, einfach, sobald du mit dem Beruf anfängst, einfach schon 20 Jahre Berufserfahrung haben. Da bist du eigentlich am besten aufgehoben. Ja? Wenn du noch keine 20 Jahre Berufserfahrung hast, dann ist der Beruf auch nichts für dich. Ja. Deswegen, ich meine, ist ja mittlerweile Standard. Selbst wenn du irgendwo, weiß nicht, bei irgendeiner Firma arbeitest als Entwickler für irgendwas, dann wär's ja auch am besten, wenn du direkt von der Uni kommst und direkt 40 Jahre Berufserfahrung hast. Das ist einfach das A und O. Und das ist hier ganz genauso. Ja. Schön aufgeweckt sein, ja. Am besten erst frisch aus Mutterleib gepresst worden sein, ja. Da bist du noch am Spurwechsel mal lieber. Ja. Da bist du noch am lernfähigsten quasi. Und aber schon so viel Berufserfahrung haben, dass du vor 10 Jahren in Rente gegangen bist. Das ist so das Ideale. Aber du wirst halt aufgeschmissen. So, wie müssen wir noch fahren? 130 Kilometer. Ja, leck's mal morsch. Das Schöne ist, dadurch, dass der Typ da vor mir fährt, kann ich hier nicht wie aus Versehen zu schnell fahren. Das Einzige ist, dass er wieder irgendwelche komischen Bremsmanöver macht. Und ich ihm dadurch auffahre. Was ja auch nicht das erste Mal wäre. Ne? Aber schön, mal wieder so einen Schwertransport zu machen. Schöne Abwechslung. Kann man echt öfter. Ja, genau, das meine ich mit Bremsmanöver. Was war das jetzt für eine Scheiße hier, Junge? Ich klatsch dich gleich jetzt weg, Junge. Nee, ich meine, das Schöne ist ja, wir können ja hier wahrscheinlich auch mit unserem LKW Sachen machen, die mit diesen Aufträgen. Da können wir auch so Schwertransporte machen. Das Problem ist halt, mit unseren 500 PS ist unser LKW dafür halt nicht so geeignet. Ja. Problematisch in dem Moment. Während wir hier halt problemlos 750 PS Maschinen bekommen können. Ich meine, gut, andererseits diese 600 km/h, die wir hier haben, auf der Autobahn, wohlgemerkt, erreichen wir wahrscheinlich auch mit unserem LKW. Das Problem sind aber Sachen, wenn es wirklich steil bergauf geht. Also Auffahrten oder halt einfach allgemein Berge oder Brücken, die da steil sind. Da sehen wir dann mit 500 PS schon alt aus. Ich meine, können wir auch vielleicht packen, wenn unser Getriebe weit genug runtergeht und wir genug Traktion haben. Aber dann tuckern wir da halt mit 2 km/h lang oder so. Ja. Während man mit so einem Kraftpaket das schon locker flockig mit mindestens 15 km/h lang kommt. So ohne Probleme. Das wird bei 500 PS schon ein bisschen schwerer. Und ich meine, jetzt kommen natürlich hier alle in die Kommentare,
15 km/h, das ist doch nicht schnell. Junge, schlepp du mal 80 Tonnen. Ja, und dann sag mal, 15 km/h ist nicht schnell. Kleiner Tipp: Sprintgeschwindigkeit. Wenn du sprintest, ist das vielleicht 5 bis 7 km/h. Das heißt, der LKW ist immer noch doppelt so schnell wie du, während er da seine 45% hochfährt. Deswegen, also 750 PS ist halt nicht zu unterschätzen. 80 Tonnen aber auch nicht. Da wirken einfach zwei riesige Kräfte gegeneinander. Deswegen, also LKW fahren ist schon echt geil. Gerade wenn du dann wirklich in so einem Truck drinne bist und dann halt im ersten oder vielleicht noch zweiten Gang so ein Gefälle hoch. Gefälle. So eine Steigung hochkletterst und dann wirklich richtig den Motor arbeiten hörst. Das ist schon. Macht schon Fun, sowas. Naja. Naja. Oh, wenn man. Oh. Ups, die Pump Show. Okay. Die wurden gerade für uns aufgehalten, oder? Weil da war auch so ein gelber Fahrzeugwagen davor. Interessant. Oder das war so ein zufälliges Straßenereignis, was auf unserer Spezialtransportmission hier angepasst wurde. Dass man da quasi spezielle. Ja, siehste? Das muss ja angepasst sein. Weil stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier jetzt eine Umleitung irgendwo drinne. Da sehen wir ein bisschen alt aus. Ja? Oder wir sind auf so einer zweispurigen Strecke, wo dann durch ein zufälliges Ereignis die Straße halb gesperrt ist und wir uns dann mit unserem Auflieger dadurch, weiß nicht, 1,50 Meter quetschen müssen. Das geht nicht. Von daher müssen das ja in dem Moment schon angepasste Ereignisse sein. Anders geht's ja gar nicht. Bitte rechts halten. Schon cool. Also ich muss schon sagen, wie gesagt, kleine Sachen, kleine Probleme gibt es zwar. Wie gesagt, Schattenwurf von den Laternen zum Beispiel finde ich echt traurig. Aber im Großen und Ganzen oder allgemein ist das Spiel halt wirklich echt der Hammer und jeden fucking Cent, den ich bezahlt habe, wert. Samt allen DLCs. Ich weiß, das Spiel kann mit allen DLCs ganz schön teuer werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aber bis jetzt ist das Spiel echt jeden Cent wert. Digga, was ist das denn da für ein Gebäude? Ich hatte erst so die komplett grafischen Perplexe, keine Ahnung was. Und dachte erst, es sind so Wolken in der Ferne. Dann dachte ich, das ist so ein Grafikfehler. Und dann, hä? Ach, das ist ein Gebäude. Wer designt sowas? Welche Architekten waren da bitte schön schon wieder auf Drogen? Hä? Rechts Naja. halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nee, da vor allen Dingen muss man auch bedenken, wie alt das Spiel mittlerweile ist und wie aktiv es immer noch gepflegt wird. Also, wie gesagt, ich habe ja persönlich in meiner Jugend German Truck Simulator kennengelernt und das war ja schon der Nachfolger von Euro Truck Simulator. Ja, und das Spiel haust ja auch immer noch auf genau dem gleichen Spiel. Das heißt, das Spiel an sich ist schon 20 Jahre alt und älter. Und wird bis heute so aktiv entwickelt. Also, das ist schon in der Gaming-Szene nicht. Ja, Standard sowieso nicht. Aber auch sonst nicht so aktiv gesehen. Das einzige Spiel, was ich sonst noch kenne, was eine ungefähr gleich lange Entwicklungsgeschichte hat, ist. Weiß nicht. Ja, was denn? GTA vielleicht? Train Simulator? Sowas vielleicht? Aber ich meine, GTA wird jedes Mal komplett neu entwickelt. Das kannst du halt nicht wirklich vergleichen. Naja, und Train Simulator ist auch. Ich meine, bei den ersten Spielen von Train Simulator, da wurde das Spiel auch immer weiterentwickelt. Aber ich glaube mal, aktuelle Versionen von Train Simulator sind auch mal wieder Neuentwicklungen. Demnächst rechts abbiegen. Wer weiß.
biege nach rechts ab. Auf jeden Fall ist das Spiel schon echt geil. Sieht man ja. So, noch 80 Kilometer. Kann sein, dass ich die ganze Folge lang nur gelabert habe. Na gut, okay, die Folge geht doch gerade mal 20 Minuten. Und wir sind schon fast da. Ich dachte, es dauert länger. Okay. Können wir direkt noch eine Mission machen? Ich wollte eigentlich ein bisschen über Länge machen, ne? Und nicht ein bisschen über Kürze. Da müssen wir jetzt doch direkt noch eine Mission. Was ist denn da? Erste Ausfahrt nehmen. Was ist das da für eine Skulptur? Diese Ausfahrt. Soll das ein Flugzeug darstellen? Oder ein komisches Sci-Fi-Auto? Naja. Ah, das ist schon das Ziel. Zu ihrer Rechten sehen Sie das Ziel. Und zu ihrer Linken sehen Sie das nicht ganz so Ziel. Wow. Ja, genau. Und was wir auch noch verbessern könnten, was echt geil wäre, ist gerade bei... Was habe ich getan? Ja. Was wir auch noch machen könnten, ist bei diesen Aufliegern, die hinten so ausschwenken, dass man da diese... Ich weiß nicht, wie das im Echten heißt. Halt diese Sperre, dass du halt dieses Lenkmechanismus der Hinterachsen deaktivieren kannst. Dass sie halt nicht gegenlenken. Weil wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das bei echten Aufliegern der Fall ist. Dass du das deaktivieren kannst. Und sowas wäre halt noch geil. Na? Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Ganz schön schnell hier, Alter. Holy moly, Alter. Nimm diese Ausfahrt. Ich nehme dich gleich mit auf mein Zimmer. Da kannst du mal sehen, wo die Reise hingeht, meine Liebe. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Was ist mit dir los, Mädel? Da will ich lang. Geh mal direkt da. Genau. Schön weg. Genau. Ja. Weiter. So, ich muss jetzt irgendwie reinkommen. Ja, das wird mir Spaß. Endlich. Wir sind da. Ja, das wird gut. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Let's go. Nice. 23 Minuten. Machen wir noch eine Mission? Nee, ne? Boah. Und ordentlich EP bekommen. Ja, weiß nicht. Machen wir noch eine? Schnellaufträge. Ich meine, wenn wir hier irgendwas... Leider sieht man hier nicht die Strecken. Die Länge halt. Wenn jetzt hier noch was bei wäre, was relativ kurz ist, ich meine, wir können uns natürlich hier irgendwo schon dran orientieren. Man sieht zum Beispiel, dass das hier wesentlich länger ist als das. Aber, ja komm, ich glaube, das erste hier können wir noch machen, ne? Das sieht nicht so lang aus. Haben wir ordentlich Überlänge, ne? Wie versprochen. Ich meine, unser Auflieger hat ja auch Überlänge. okay. Ja, komm, die machen wir noch und dann... Mache ich für heute Feierabend. Der macht da oben schon wieder Pause. Die macht schon wieder Selfie. Ach, der sitzt auf dem Hänger. Alter, guckt das nicht. Hier, nichts hat sich geändert in der Zeit, wo ich weg war. Weißt du? Ich dachte, ich werde erfolgreicher Geschäftsmann. Ja? Und in der Zeit entwickelt sich die Welt weiter. Und jetzt steige ich wieder herab in das Armenviertel, um zu gucken, wie es da passiert. Wie es da so. Ist, hat sich nichts geändert. Willkommen in den Slums von Detroit. Naja,
So, ja, komm. Zeit zu gehen. Freie Bahn mit Marzipan, 170 Kilometer. Okay, ja, das geht ja. Das sollten wir locker schaffen, ohne jetzt noch eine halbe Stunde zu brauchen. So, wo ist mein Gefährt? Die mein Gefurcht. Was? Nö. Gleich erst. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Ja, links abbiegen, ich weiß. Aber wo sind denn meine Gefährtsfahrzeuge hier? Da sind sie ja. Ah, nee. Demnächst links abbiegen. Hä? Ah, nee, der steht da nur so rum. Da vorne steht er, oder? Ist er da vorne? Ja, da ist er. Sehr schön. Habe ich mich doch nicht verguckt. So, jetzt will ich aber. Warte mal ganz kurz. Wo ich das ja gerade mit den Bäumen gesehen habe. Wie die da schön in meinen Auflieger reingehen. Jetzt muss ich mal noch mal ganz kurz laden. Weil ich habe ja vorige Folge. Ne? Mit dem. Fertig zum Losfahren. Dass da Sachen irgendwie reingehen können und so, ne? Wie genau? Jetzt will ich jetzt mal ganz kurz. Boah, Alter, wie groß ist das ganze Ding eigentlich, Alter? Warum haben wir hinten nur zwei Achsen? Nutzt man für sowas nicht vier Achser, also die hinten zwei Achsen haben? Biege nach rechts ab. Ich meine, das größte Gewicht wird da durch den Auflieger gestemmt, deswegen hat er jetzt vorne auch noch zwei Achsen. Oh, ich bin mal gespannt hier. Oh, okay. Mal kurz, ich speichere mal ganz kurz. Ist das clever hier zu speichern? Ja. Guck ich mal ab. Hier sind gerade so schöne Bäume. So, hier zum Beispiel. Na, hier der Baum. Da, seht ihr? Die Blätter sind jetzt... Genau, die Blätter sind in meinem LKW drinne. Da, seht ihr? Die ganzen Blätter sind in den LKW drinne. Aber hier sieht es aus, als wenn die Blätter noch vor dem LKW wären. Obwohl, auch von der Größe her, sind sie schon im LKW drinne. Aber das UI von dem LKW wird scheinbar als Overlay über die 3D-Welt gezeichnet. Weil ich kann ranfahren, so nah wie ich möchte. Es sieht immer aus, als wenn sie außen wären. Und das ist definitiv nicht korrekt so. Ja, das kann so nicht sein. Kann ich hier rechts dran vorbeifahren? Ja, siehst du, hier. Ich fahre durch die Blätter. Ich fahre quasi durch die Blätter durch. Und die Blätter. Alter. Und die Blätter ploppen einfach außerhalb vom LKW auf. Bam. Deswegen, also. Das. Die Führerkabine wird definitiv nicht als Teil der 3D-Welt gerendert. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier rausgucke. Boah, ey, oh! Perspektivenabsturz des Jahres. Boah, Alter. Ja. Selbst so werden die Blätter noch außerhalb gezeichnet. Das siehst du hier an der Stelle. Jetzt ploppt das Ding rein. Jetzt bin ich, also jetzt ist der Baum Teil meiner 3D-Sphäre. Und jetzt ist der LKW Teil seiner eigenen 3D-Sphäre. Und die Blätter werden einfach außerhalb des LKWs gerendert, egal was passiert. Ja. So verschwinden sie, obwohl die Blätter gehen jetzt quasi an meinen Augen, in meinen Augen. Quasi, ja, das 3D-Space-Gelaber. Also, meine Augen durchschreiten jetzt die Blätter. Das heißt, die Kabine müsste schon längst hinter den Blättern sein. Wird aber immer noch über den Blättern gezeichnet. Was ja bedeuten würde, dass die Blätter hinter dem Führerstand wären. Ne? Merkt da die Logik. Dahinter, hoffentlich. Also, es ist irgendwie seltsam. Sehr suspekt, das Ganze. Frage ich mich echt, warum die das so machen. Weil der einzige Sinn wäre ja, dass wenn man in die Außenansicht schaltet, die hier draußen ein anderes Interieur rendern, als das, was man hier jetzt sieht. Was natürlich performancemäßig zwar schon Sinn macht, aber man kann auch einfach in dem Moment, wo man die Kamera umschaltet, einfach ein anderes Modell laden. Ne? Level of Detail und sowas alles. Geht ja auch. Also... Müsste man nicht so kompliziert machen. Vor allen Dingen, ne, gerade weil das dadurch halt komische Grafikphänomene hervorruft. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
Ich meine, jeder normale Mensch würde das Ganze garantiert nicht interessieren, aber ein Ronny interessiert das Ganze schon. Einfach, because I can. Das ist Flugzeug. Ey, hier ist aber eine Straße, ne? Hier fahren Autos, mein Freund. Keine Flugzeuge. So, what? Oh. Ja. Da habe ich gerade so sehr auf das vordere Auto geachtet. Da links von mir, rechts von mir sind da so eine scheiß. Wie nennt man die Dinger? Man, hier diese Stäbe, die da aus dem Boden reinragen. Und natürlich wieder keinen Schaden bekommen, weißt du? Hat mich zwar komplett aus meinem Tagtraum gerissen, aber kein Schaden. Easy. Ich find's cool. Wollte es nur erwähnt haben. Ich habe halt immer die Angst, dass wenn ich zu weit links fahre, dass er dann kommt mit, sie müssen hinter ihrem Begleitfahrzeug fahren. Wisst ihr? Deswegen fahre ich lieber ein bisschen weiter rechts. Ah ja, und garantiere dann dafür, dass ich hier alles mitnehme, was rechts irgendwie ist. So wie die Treppe jetzt zum Beispiel. Oder die Schilder. Oder einfach potenziell alles. Ich wollte gerade schon anfangen zu bremsen, aber wir dürfen ja über Rot fahren. Vergessen. Alter, und ich klicke ja andauernd auf meine Kackblinker. Party! Apropos, mal hier Umlicht anmachen, ne? Sieht man das überhaupt? Ja, hinten blinkt's. Sehr schön. Doppelblinker würde man im echten Fall vielleicht auch anmachen. Wobei ich geil, weil glaube nicht. Vor allen Dingen, ich meine, gut, bei dem LKW geht's noch. Aber letztens bei dem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein Iveco oder sowas? Da war das Blinken ja so laut, da hast du ja direkt Ohrenbluten bekommen. Ich meine, hier, das kannst du locker anmachen, das stört nicht wirklich. Ja, das ist schon ist so ein solides, sachtes Hintergrundrauschen. Ja. Aber bei dem LKW, den wir da letztens hatten, wo wir das probiert haben, da hast du ja wirklich. Boah, cool. Da hast du ja wirklich, das war ja wirklich abartig laut. Alter, wieso sehe ich eigentlich mein Hintergrund, mein Rückspiegel nicht mehr? Habe ich jetzt gerade irgendwas verstellt? Erstmal gucken, ob wir Schaden bekommen haben. Natürlich haben wir keinen Schaden bekommen. Ist doch logisch. Die Frage ist, warum sich der Rückspiegel so scheiße? Müssen wir hier einstellen? Spiegel einstellen? Nee, falsch. Sitz einstellen. Da. Machen wir mal auf 80. So. Ich sehe aber auch ein bisschen, was da abgeht. Ich meine, ja, wir könnten auch das Ding hier aktivieren, aber ganz ehrlich, wozu? Aber schön, dass sich so langsam herauskristallisiert, dass ich gegenfahren kann, wogegen ich eigentlich möchte. Schaden bekommt meine Fracht trotzdem nicht. So, machen wir mal direkt das Exempel was? So. Ah, doch, 2%. Wie heißt das? Das Beweis aufs Exempel oder irgendwie sowas? Wie ist das? Wenn man etwas krampfhaft versucht zu beweisen mit einem. Okay, wir fahren los. Also, entge zu widerlegen, meine ich doch. Aber weißt du, du bleibst da komplett hängen. Im Echten würdest du die komplette Fracht runterreißen und das Ding geht einfach auf 0%. Vor allem der Auflieger, der bekommt Schaden dadurch. Oh, witzig. So, hier wird es wieder eng mit den ganzen Fahrzeugen. Bitte nicht gegenfahren. Rechts Laternen, links Fahrzeuge. Wow, Alter. Wow, und vor mir auch ein Fahrzeug. Ups. Digga, ich muss auf rechts von mir achten. Auf links vor mir achten, auf vor mir achten und auf meine Kanne achten. Okay. Wow. Das war mein Mikrofon. Ja, jetzt fahr da vorne. Ich komme gleich nach.
Ich habe hier nur ein paar Probleme. Sag mal, wieso wird die Strecke eigentlich... Wieso wird die Strecke eigentlich länger? Wir sind ja jetzt bei 170 Kilometer. Hatten Sie sich am Anfang irgendwas mit 130 Kilometer gehabt? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bin ich irgendwo falsch abgebogen und hab's nicht gemerkt? Ich bin verwirrt. Dezent. Wir hatten doch am Anfang 130 Kilometer gehabt, oder? Da muss ich gleich mal ins Video gucken. Ich war mir sicher, dass wir mit 130 Kilometer gestartet sind. Vor allen Dingen, so weit ist die Strecke ja auch gar nicht. Das können doch unmöglich 170 Kilometer sein. Also irgendwas haut jetzt hier gerade nicht so ganz hin. Nimm diese Ausfahrt. Irgendwas ist hier gerade komisch. Das Spiel ist schon wieder kaputt. Habe ich schon wieder kaputt gemacht. Das war bestimmt, weil ich gerade mit 180 gegen die Säule da gefahren bin. Da habe ich gerade ein bisschen die Physik kaputt gemacht. Naja. Sehr suspekt das Ganze. Auserzählt ist ja schlimm. Vielleicht kann ich aber auch, warte mal kurz, wenn ich jetzt hier einen Wegepunkt setze. Oh, ich kann, ah lol, ich kann gar keinen Wegepunkt setzen, wenn ich hier in einer Schwerlasttransporter-Mission bin. Okay. Wollte gerade gucken, dass wenn ich einen Wegepunkt setze, da wird ja die Route neu berechnet. Ob ich jetzt denn damit quasi, ja klar macht der Sinn, eben, ich darf meine Strecke nicht verlassen. Dann wäre es ja sinnfrei, sich einen Wegepunkt setzen zu können. Nee, aber wollte ich damit gerade die Route neu berechnen? Vielleicht hat er sich ja hier irgendwo verschluckt beim Berechnen. Wie gesagt, ich bin mir 100%ig sicher, dass wir mit 130 Kilometer, also 130 noch was Kilometer gestartet sind. Naja, wem interessiert's? Hauptsache, wir kommen schnell an. Das ist das Wichtigste. Oder war es 170 Kilometer? Nee. Egal. Hauptsache, die Zahl da wird immer kleiner und nicht doch wieder größer. Dann sind wir... Ja, dann muss es irgendwann ein Ende geben. Und wir sind jetzt bei 38 Minuten. Das heißt, das ist sowieso alles weit im grünen Bereich. Der links da traut sich nicht zu überholen. Net to know. Jetzt hat er komplett aufgegeben. Jetzt ist interessant. Ah, da vorne kommt wieder so ein komisches Umfahrungsding. Okay. Hoffentlich nicht wieder so eng wie letztens. Wo wir da so harte Nadelkurve ziehen mussten. Ah, traut sich jetzt doch, ja. So, okay, dann machen wir hier langsam ein bisschen runter. Mal speichern. Und dann mal gucken, was hier abgeht. So. Oh ne, das sieht da wesentlich geräumiger aus. Wo fährt denn der hin? Du warst angehalten, ja gute. Ich bin ihm doch jetzt gefolgt. Was geht? Ey, ich schwöre, das Spiel ist kaputt. Ich muss neu installieren. Fahrt vorsichtig. Hä? Okay. Ich habe gerade die dezente Angst. Fährt jetzt nach rechts? Der fährt wieder geradeaus. Ich muss aber nach rechts, ne? Ist euch schon klar.
Was denn da los? Ich meine, hey, ich kann das den ganzen Tag machen. Hä? Was ist mit dem Fahrzeug los? Warum fährt der Treffer geradeaus weiter? Tschüss! Haha, reingefallen. Nee. Ich fahr den da. Das heißt jetzt wieder, ich habe die Formation verlassen, ne? Ich bin doch nicht blöd hier. Ich will nicht mehr. Mama, no. Eieieiei. Weißt du, ich habe gerade in dieser Folge, habe ich gerade das Spiel gelobt, dass es so gut ist und so schön und so geil und so atemberaubend und so verfickt behindert buggy. Okay. So, fahren wir aber mal die Route da lang. Egal, was der da macht, der kann mir gestohlen bleiben. Aber du gehst jetzt bitte auf, oder? Ja, okay. Das klappt zumindest. So, wetten. Jetzt kommt vielleicht die Fehlermeldung, dass ich die Formation verlassen habe. Kommt er jetzt noch? Überholt er mich jetzt oder was macht er jetzt? Jetzt sag nicht, dass er da auf mich wartet. Sag mal, ist jetzt nicht dein Ernst. Der wartet da jetzt tatsächlich auf mich. Oh nein. Oh nein. Oh fuck, Alter. Nee, ja super. Da kommt jetzt gleich wirklich die Fehlermeldung, dass ich die Formation verlassen habe. Der kann doch jetzt nicht einfach hinter mir bleiben, oder? Hä? Jetzt fahre ich hier an der Spitze? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das so normal? Hab ich... Also einer ist hinter mir, aber einer hängt doch... einer hängt da hinten auch noch rum. Ah, jetzt kommt ein LKW. Nein, halt, ich wollte da. Wow. Weißt du? Ich bin mit der Einstellung rangegangen. Ja, easy. Kurze Strecke können wir noch ranmachen. Schaffen wir täglich noch locker. Und jetzt sowas. Das kann doch gar nicht mehr funktionieren. Das Spiel ist doch jetzt schon zum Unschaffbarkeit, verdammt. Oder? Oh Mann. Ja, das ist eine Fahrzeugschuld. Alter, ich komme mich jetzt auch gar nicht mehr zum Speichern, ne? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wartet mal kurz. Also es ist jetzt... Nee. Ich such mal die letzte Autospeicherung, die wir gemacht haben, bevor wir diese Mission gestartet haben. Und sicher die sich das halber. Weil ich glaube, mit dieser Mission funktioniert irgendwas nicht. Und wir können sie auch nicht abbrechen, weil das kostet uns ja $15.000. So, das war noch mit dem... Nee, ich finde die neue Mission. Das heißt, wir müssen noch eins zurückgehen. Also mindestens eins. Jetzt weiß ich nur nicht, welcher Speicherstand das war. So, das ist 15.46 Uhr. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das Spiel ist total verpackt. Nein. Okay, das war genau der. So, das heißt, wir probieren dann mal 15.42 Uhr. Nee, warum alle 2 Minuten? Ach ja, weil er so komische Wegepunkte hat, die er automatisch speichert.
Ja, das war auch schon der. Na, hoffentlich hat er denn dadurch nicht alle anderen überschrieben. 42, nee, doch, sieht noch gut aus. So, probieren wir mal den 40er direkt. Okay, das ist der Startpunkt. Okay, das sieht. So, siehst du, können wir gleich mal gucken. Okay, doch, vor 170 Kilometer. Okay, gut. Dann habe ich mich mit den 130 Kilometern geirrt. Dann ist ja alles im grünen Bereich. So, probieren wir mal. Okay, 38,55 ist das, wo wir wahrscheinlich direkt gestartet haben. Genau. Das heißt, der nächste Speicherpunkt müsste der letzte sein von der alten Mission. Mann, ich drücke immer Escape, obwohl ich doch F9 drücken müsste. So. Das heißt, 18 Uhr, nee, 38,5 ist wahrscheinlich das letzte. Das ist jetzt der richtige Punkt. Genau, so, und den speichern wir jetzt selber. Weil ab da ist alles schiefgelaufen. gucke ich nochmal ganz kurz, warte mal kurz. Dass ich auch nichts falsch mache. Laden. Alle Auto. So, genau, das ist die Schnellspeicherung, die ist bereits vergeigt. Weil das ist ja bereits Teil der Mission. Und das ist jetzt der richtige Speicherstand, den wir jetzt gerade geladen haben. Und der letzte Spielstand davor ist nämlich schon Asbach und Uralt. Das heißt, die müssen wir jetzt überschreiben. Genau. Okay. So. Speichern. Speichern. Spielstand 1. Ja. Gucken, dass es das auch der richtige ist. Genau. Das ist der, wo wir das gerade abgeschlossen hatten. Das heißt, hier brauchen wir bloß noch auf T drücken. Hä? Achso, das ist ja unser LKW. Ich bin verwirrt. Ach so, weil wir gerade im. Hey, Momentchen mal. Boah, dieses Spiel raubt mir gerade ein bisschen die Gedankenkontrolle. Denn ist das der letzte oder was? 17. 37, meine ich doch. Aber das war ja schon wieder im freien Fahrtmodus. Ja, hier bin ich auch noch im freien Fahrtmodus. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Was macht dieses Spiel mit meinen Gedanken? Ja, und davor ist eine Viertelstunde Lücke. Da sind alles nur noch 14 Uhr noch was. Ich bin dezent verwirrt. Warte mal kurz. Schnell speichern. Wo ist denn jetzt schnell speichern? Da. Nein. Da. Genau, laden. Ach so, dann war auch schon 61.000. Okay. Dann war das ja doch das Richtige. Okay, dann ist ja jetzt alles gut. Wie viel hatten wir denn bei der letzten? Genau, das ist der einzige, der noch übrig bleibt. Aber 12:18 Uhr ist ja schon Asbach uralt. Und das dürfte dann vor der letzten Schwertransportmission gewesen sein, oder was? Ja, genau, 38. Dann war die Mission gerade abgeschlossen. Okay, so, das heißt, wir können jetzt so unsere Schnellspeicher laden. Ja, die Folge wird eine ganz schön lange Überlänge haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo das hier hinführt. Und wenn das zu gar nichts führt, können wir Speicherstand 1 laden und dann diese Mission komplett neu starten oder eine andere Mission starten. Ne? Das heißt, Speicherstand 1, der hier ist clean. Der ist perfekt wieder. So, der fährt geradeaus weiter, genau. Kannst du meinetwegen machen, wenn du willst. Bitte, ich bin weg. Ich bin mal kurz etwas länger in Japan. So. Genau, der folgt uns auch nicht mehr. Der. Hallo,
Jetzt hat er uns gefolgt. Also jetzt ist er weitergefahren, ne? Cool. Ah, vielleicht kriegen wir es auch noch hin. Vielleicht kriegen wir es auch noch hin. Ja, wow. Jetzt habe ich ihn durch das ganze Speichern durcheinander gebracht, was der letzte Wegepunkt war. Aber ist ja kein Problem. Vielleicht habe ich es auch damit repariert. Vielleicht funktioniert es deswegen jetzt so. Obwohl, die ist ja immer noch defekt, der fährt immer noch geradeaus weiter. Und das darf eigentlich nicht sein. Das heißt, spätestens an der Stelle ist es ja schon kaputt. Genau, der fährt einfach geradeaus weiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit voller Geschwindigkeit durchfahren. So wie gerade eben. Und müssen dann aber am Ausgang auf ihn warten. Weil als wir hier langsam durchgefahren sind, da hat er ja bei dem Pointer gewartet auf uns. Und das war ja falsch. So, jetzt müssen wir hier langsam fahren. Komm, genau, jetzt kommt er. Jetzt wartet er nicht auf uns. Das heißt, jetzt fährt er wieder vor uns, oder? Was macht denn der? Der hinter uns ist? Genau, der ist richtig. Und der fährt jetzt hier. Ja, komm, fahr vor uns, fahr. Ja, wir haben es gefixt. Wuhu! Ich weiß zwar nicht, wie wir es gefixt haben, aber wir haben es gefixt. Nice. Ah, schönes Ding. Cool. Digga, what the fuck? Könnte ich jetzt wieder aus der Formation ausbrechen? Ja, ne? Oh, er meckert zumindest nicht, dass ich in der Formation bleiben soll. Vor allem der hintere ist auch rechts. Ich sollte eigentlich direkt... Der ist immer noch verbuggt, der fährt links. Ich müsste rechts fahren. Holy moly. Ja, überhol jetzt oder nicht. Ich muss hier nach links. Ja, ade. Der Tunnel ist doch nicht sehr sperrfreudig. Sperrgutfreudig, meine ich doch. Hört mal, ich kann hier rauffahren, ohne dass eine Warnung kommt. Normalerweise, bis eine Warnung kommt, dass ich gefährlich nach auffahre. Kommt auch nicht. Das Fahrzeug ist ein Geist jetzt. Das ist nicht mehr Teil dieser Galaxie. Ah, ich kann es sogar überholen. Ohne dass da irgendwas kommt. Das gibt's doch ja nicht. Okay. Diese Aufgabe ist gedoomt. Ja, und erfolgreich überholt. Und ich fahre viel zu schnell und es interessiert niemanden. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Aber du müsstest doch gleich die Position zwischen Begleitfahrzeugen verlassen. Okay, das kommt trotzdem. Ist das verrückt, Alter. Ha. Okay, wir fahren los. Gut, dann bleibe ich jetzt dort. Jetzt, auch wenn der hier komplett falsch fährt, versuche ich jetzt trotzdem hinter ihm zu bleiben. Also zumindest von der Entfernung her hinter ihm zu bleiben. Nicht das von der Position her, weil er fährt links und ich fahre definitiv rechts. Aber zumindest von der, ne, dass ich ihn nicht überhole, quasi. Und dann hoffe ich mal, dass das so passt. Weil das scheint dann noch zu funktionieren. Weil wenn ich jetzt stehen bleibe, bleibt er auch stehen. Genau, das heißt, er scheint noch auf mich zu achten. Aber alles andere, mit dem ist halt so komplett von der Realität losgelöst. Weißt du, wie ich meine? Der ist nicht mehr Teil dieser Himmelssphäre quasi. Ist so strange gerade. Was haben wir getan? Was hat das Spiel getan? Ich bin unschuldig, ich weiß nicht, was ich getan habe. Obwohl, also wenn ihr gesehen habt, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe, was Gravierendes falsch gemacht habe, was das erklärt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich halt echt hart interessieren, aber ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe.
Alles, was ich weiß, ist, dass der auf einmal geradeaus weitergefahren ist, obwohl wir dann hätten nach rechts abbiegen müssen. Da habe ich aber keinen Einfluss drauf, ne? So, mal Licht anmachen hier. Okay, siehst du, solange wie ich ihm folge, kommt auch nicht das, dass ich die Formation verlassen habe. Der hintere folgt uns wahrscheinlich auch noch, kann ich gerade nicht sehen, weil ich schon wieder Tunnel kommt. Boah, nicht so nah auffahren. Alter. Das ist completely fucked up. Leider kann ich mit dieser riesigen Fracht nicht hinter mir gucken, einfach mal so. Okay, genau, der Dentor ist auch noch hinter uns. Der folgt uns noch brav. So, da vorne kommt jetzt eine Abfahrt. Wenn der jetzt geradeaus weiterfährt, und ich schwöre euch, das wird passieren, so kenne ich das Spiel, dann ist ja, dann ist die Sache gelaufen. Weil dann verlassen wir auf jeden Fall die Formation. So, was macht er jetzt hier? Jetzt bleibt er nicht stehen, einfach. Na klar, er bleibt einfach stehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Okay, diese Folge wird absolut Überlänge haben. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Überholen? Ja, er macht keine Anstalt weiterzufahren. Ich setze mal ein bisschen zurück, vielleicht bin ich ihm zu nah aufgefahren. Kann auch sein. Problem ist nur, genau, das ist nämlich jetzt das nächste Problem. Ich kann nicht weiter zurücksetzen, weil ansonsten ich jetzt ein Fahrzeug hinter uns ramme. Bei dem klappt noch alles, siehst du? Der warnt mich. Achtung, ich bin zu nah. Tu mal was. Aber bei dem vorderen Fahrzeug, ich kann auffahren, so nah wie ich möchte, passiert gar nichts. Erst wenn ich ihn berühre, bam, beschädigt. Also, das Fahrzeug ist noch Teil unseres Spiels, aber die KI, die das Fahrzeug steuert, die ist halt losgelöst. Versteht ihr, wie ich meine? Fertig zum Losfahren. Ja, ich kann jetzt überholen und dann kommt die Meldung mit, ich habe die Formation verlassen. Oh Mann, ey. Ach nee, Leute. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Der Typ soll ja nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Der Typ soll halt ja nicht. Da habe ich mir aber Schild eingebrockt, du. Eine gelungene letzte Folge für heute. So, 50 darf ich fahren, 50 schafft mein Truck. Passt doch. Ah ne, jetzt habe ich 51. Ich muss langsam mal fahren. Alter. Sowas kannst du dich ausdenken. Aber es kommt zumindest nicht die Meldung, dass ich die Formation verlassen habe. Das heißt, es war wahrscheinlich vorhin wirklich... Wow. Also, wenigstens bei dem Hänger ist alles im grünen Bereich, weißt du, da passiert nie was. Das kann also durchaus sein, dass ich vorhin so schnell gefahren bin, dass ich unser hinteres Fahrzeug abgehängt habe und ich deswegen aus der Formation geflogen bin. Das kann sein. So, ich muss jetzt nach da, ich hoffe die Schranke geht auf. Müsste aber eigentlich, weil die ist ja... Ja, genau, geht auf, sehr schön. Die achtet also nicht auf unser Begleitfahrzeug, sondern die achtet wirklich auf uns. Demnächst links abbiegen. So. Hinteres Fahrzeug, bist du noch da? Biege nach links ab. Ah doch, da kommt es. Okay. Das Schöne ist ja, man kann ja das Blinken immer gut erkennen, zum Glück. So. Auf Fliegerschaden? Achso, ja klar, weil ich gerade zu nah rechts. Ne, genau das, was ich vorhin letztens gezeigt hatte, wo ich zu nah auf der Leitplanke war und dann gegen die Leitplanke gedrückt habe. Genau das ist jetzt gerade unbewusst passiert. Ja. Nein, halt, ich wollte F8 drücken.
Wisst ihr erst. Oh, jetzt haben wir noch Aufliegerschaden. Egal. Ist halt so. Kommen wir überhaupt dran vorbei? Er hat Exil, findet vor allen Dingen nicht mal was. Oh nö, nein. Los, fahr, Mummi. Oh mein Gott, Alter. Wir haben noch 25 Kilometer vor uns. Ja, die schaffen wir jetzt, okay? Die schaffen wir jetzt. Auch wenn die Folge jetzt schon über eine Stunde lang ist. Oh Mann. Nicht zu schnell fahren, sonst verliere ich wieder den hinter uns. Ich lasse am besten mal das O aus. Ja, wir haben ihn bereits verloren. Fuck. Wollte gerade sagen, wir lassen mal das O aus, damit wir sehen, wenn wir den hinteren Wagen verlieren. Weil es dann ja aufhört zu blinken. Aber wir haben ihn schon verloren. Warum auch immer. So, das heißt, wie gesagt, wir machen mal unser O aus. Ist das noch an? Ja, ist noch an. So, jetzt machen wir unser O aus. Jetzt müssten wir ja... Ja, genau. Wir sehen auf unserer Lackierung, sehen wir das hintere Fahrzeug reflektieren. Wow, Ronny. Kannst du bitte darauf achten, wo du langfährst, Witzbold? Jetzt habe ich so sehr auf das hintere Fahrzeug geachtet, dass ich vergessen habe, dass wir da nach links abbiegen müssen. Mein Gott, Alter, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Aus jetzt plötzlich, du. Dann kommt ein LKW. Warum bleibt der stehen? Wegen uns? Demnächst links abbiegen. Jetzt sagt mir nicht, dass das Fahrzeug denkt, das ist unser Begleitfahrzeug. Achso, ist ja gar nicht. Dass der LKW denkt, dass da unser Begleitfahrzeug ist, weil es als Geisterfahrzeug jetzt gerade da steht. Alter, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Merkt er, ne? Ich werde gerade ein bisschen paranoid. So, jetzt brauche ich hinten Platz. Okay, hinter uns blinkt es noch. Das Fahrzeug ist noch da. Wag es die jetzt weiter. Er fährt natürlich weiter. Ernsthaft? Mann, nein. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe absolut keinen Plan. Ist das jetzt der richtige Speicherstand? Wie sollte man eine Schnellspeicherung machen? Der ist ja eh verkackt, ne? Von daher kann ich da auch speichern. Genau, so, jetzt speichern wir mal. Fertig zum Losfahren. Alter, das gibt's gar nicht. Alter, jetzt ist er hinter uns. Genau, er ist jetzt noch hinter uns. Oder sind wir das? Demnächst links abbiegen. Nee, das sind wir. So, genau, das ist jetzt das Begleitfahrzeug. So. Biege nach links ab. Schnell hier die Kreuzung blockieren, bevor noch ein anderer die Kreuzung blockiert. So, jetzt. Sollte ich das aber schaffen, ne? Ja, genau, jetzt hinten frei. So. Und das Fahrzeug ist weg. Das bleibt. Ah ne, doch, da ist er. Da ist er. Okay. Dachte schon. Das ist er. Aber wieso? Wieso? Der müsste doch direkt hinter uns fahren. Wie kann sich denn jetzt ein anderes Fahrzeug dazwischen drängeln? Ja, tatsächlich. Da drängelt sich einfach ein anderes Fahrzeug dazwischen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt sehe ich nicht mehr, ob das Fahrzeug noch hinter uns ist oder nicht. Ja, da blinkt es. Es scheint also noch hinter uns zu sein. Alter, das gibt's doch gar nicht. Nee, ich muss neu laden. Das Begleitfahrzeug hinter uns muss hinter uns bleiben, weil sonst sehe ich nicht, ob es noch hinter uns ist. Okay, wir fahren los. Das ist so kompliziert. Das ist so kompliziert, das Ganze. So, jetzt folgen wir uns einfach auf Schritt und Tritt.
Sonst hau ich dich. Demnächst links abbiegen. Ich muss also so schnell sein, dass kein anderes Fahrzeug sich zwischen uns schieben kann. Und jetzt kommt noch kein anderes Fahrzeug. Das heißt, ich habe noch genug gute Chancen. Ich muss einfach darauf hoffen, dass es so bleibt. Komm, 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 fahr. Bleib hinter mir. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt ist er noch hinter uns. Egal, ist mir jetzt egal. Schaden ist jetzt gerade das kleinste Problem. Er ist nicht mehr hinter uns. Alter, bleib mal stehen jetzt hier. Doch, da ist er. Alter. Dieses Spiel macht mich gaga. Jetzt fahr doch mal. Aber habe ich mich jetzt hier irgendwo aufgehangen? Geht doch. So, jetzt muss ich immer zwischen der 2 und der 1 wechseln. Okay, noch blinkt das. Ne? Diese blinken sind nicht wir. Wir blinken so. Das heißt, solange wie es blinkt, ist das andere Fahrzeug noch hinter uns. Solange ist noch alles im grünen Bereich. Im hellroten Bereich. Ich meine, grün ist schon lange nicht mehr. Auch gelb nicht mehr. Ah, da vorne ist das Ziel. Ey, wir haben 3 Kilometer geschafft. Nein, das ist weg. Wo bleibt das denn hängen? I don't get it. Like at all. Wo? Digga, ich kann jetzt die ganze Zeit mit der Kamera nach hinten. Map, hup. Ah, ich muss die ganze Zeit darauf achten, dass es hier noch blinkt. Ich hoffe, es kommt möglichst wenig Gegenverkehr. Digga, diese Folge geht halt schon viel zu lang. Natürlich kommt da Gegenverkehr. Ja, fahrt mal schön vorbei. Fahr doch! Alter, schon wieder aufgehangen hier? Fahr. Nee. Wo hänge ich denn? Ich krieg die Krise. Komm. Okay, Differentialspiegel rein und jetzt los. Gib den Ruck. Oh mein Gott. Okay, wir sind frei. Alter. Er ist auch noch hinter uns, zum Glück. Irgendwas sagt mir, dass wir gleich trotzdem die Meldung bekommen mit Position verlassen. Ja. Das andere Fahrzeug ist auch ein Geisterfahrzeug geworden. Oh nein. Okay, es ist also jetzt mittlerweile egal, was wir machen. Es ist vorbei. Das andere Fahrzeug ist zwar noch da, aber es wird auch nicht mehr registriert. Es ist praktisch gesehen scheißegal, was wir jetzt machen. Es folgt uns noch, aber laut ihm haben wir die Formation verlassen. Ja. Obwohl er genau hinter uns fährt. Ach Mann, ey. Dabei wollte ich nur ein bisschen Para machen, ja? Okay, warte mal kurz, wie war das? Wenn ich jetzt... Nee, das geht ja auch nicht. Wenn ich jetzt auf
den Modus gehe. Was ist denn da eigentlich los? Wer steht denn hier? Ach, das ist unser erstes Begleitfahrzeug. Ach, das. Okay, deswegen. Weil der noch in der Nähe ist von uns. Deswegen sind wir noch nicht rausgeflogen. Und wollen wir da weiterfahren, uns denn doch jetzt von dem entfernen. Weil wir sind hier gerade im Kreis gefahren. Stimmt ja. Und dadurch haben wir uns von dem noch nicht weit genug entfernt, dass er uns rausgeschmissen hat. Das heißt, in dem Moment, wo wir ihn überholt haben, war die Sache schon gelaufen. Oh Gott, Alter. Och nö. Okay. Aber dann weißt du wenigstens, was ich machen kann. Und zwar versuchen, einen Speicherstand zu laden, wo er noch nicht stehen geblieben ist. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringt, seien wir mal ehrlich. Ah, die Folge geht schon so scheiße lang. Hä? Achso, genau. Ja, 20, 18, wann war das ungefähr? Wir laden mal den 18. 16, 18. Nee, das war schon hier. Dann probieren wir es mal mit 16, 10 oder 9. Ich glaube nicht, dass das hier noch irgendwas bringt. So, okay, da ist er noch vor uns. Speichern. Zeit zu Bumm. gehen. Jetzt fahr oder ich bring dich um. Nur da vorne kommt wieder die Ausfahrt. Und er bleibt garantiert wieder stehen. Weil die KI in dem Moment einfach komplett aufgibt. Weißt du, so sagt die KI sich noch. Sie weiß zwar nicht mehr, was sie hier tut. Ja? Aber solange wir in der Nähe sind, fühlt sie sich sicher. Aber da vorne, bei der Abzweigung, da hat sie jetzt folgendes Problem. Sie will halt einfach weiter geradeaus, weiß aber scheinbar, dass wir nach rechts wollen. Und das bringt sie so aus dem Konzept, dass sie einfach stehen bleibt. Weil hier, wird es immer langsamer. Oder wir schneller, weiß ich nicht. Ja, okay, wir werden schneller. Ich lasse mal Abstand zu ihr. Na? So ein bisschen Abstand. So, jetzt wieder beschleunigen hier. Na, ja, komm. Und gib Gas. So, und sobald die Ausfahrt kommt, bleibt sie einfach stehen. So, wir waren jetzt 50. Siehst du? Und sie bremst jetzt ab. Und bleibt hier stehen. Bumm. Und das war's. Wieder genau an der gleichen Stelle. Oder? Ah, noch, ja, nee, ja, siehst du. Und ab jetzt bleibt sie stehen. Das heißt, sie hat wahrscheinlich damit ein Problem. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat damit ein Problem, dass sie geradeaus möchte und wir aber nach rechts weiter wollen. Also nach rechts wollen. Oder sie hat damit ein Problem. Jetzt muss man ein bisschen weiter tiefer in die Programmierlogik einsteigen. Sie folgt ja einem Pfad. Na? Und dieser programmierte Pfad geht ja nicht nur bei uns lang, sondern auch bei der Strecke, die hier lang führt. Ist ja auch Teil der Route. Und wenn die KI selber schon, ich sag jetzt mal, losgelöst ist und sich einfach nur noch anhand der normalen Straßen orientiert, dann versucht sie quasi das nahegelegenste Mögliche. Und das nahegelegenste ist zwar so lange, wie wir auf der Straße hier fahren, unser Pfad. Aber in dem Moment, wo sie diese Straße passiert, ist sie so abgelenkt von der Strecke, dass das Fahrzeug auf einmal denkt, es ist auf dem Pfad. Und deswegen bleibt es auch hinter dem Pfad einfach stehen. Weil, ja, nach links und rechts lenken kann sie nicht, weil da führt ja keine Straße, nicht nach links oder nach rechts. Und dementsprechend verlässt sie ihren Pfad und da sie dann aufgibt, kann sie auch dadurch einfach stehen bleiben. Also, wie gesagt, das Spiel ist komplett doomed. An dem Punkt können wir einfach nichts mehr machen, außer aufgeben. Was wir noch probieren könnten, ist, ob wir die Fahrzeuge manuell versetzen können. Dazu muss ich jetzt in den Entwicklermodus gehen und gucken, ob es klappt, wenn wir unser Fahrzeug neu positionieren. Zum Beispiel hier hinten.
Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie das ging mit dem Positionieren. Das war Steuerung F9, ne? Neu berechnen. Genau, jetzt haben wir unser Fahrzeug verschoben. Bam. Jetzt ist die Frage, wo sind die Begleitfahrzeuge? Dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, die Begleitfahrzeuge bleiben beide da hinten. Und das hintere Fahrzeug folgt uns zwar nach wie vor, aber das vordere Fahrzeug bleibt trotzdem einfach stehen. Das heißt, auch das bringt nichts. Ach. Wir haben den Kontakt zur Außenwelt verloren. Wir sind nicht mehr Teil dieser... Also, dieses Spiel ist jetzt ein grandioser Beweis für die Multiversentheorie. Ja? Es gibt nicht nur ein Universum, sondern in dem Moment, wo wir diese Mission gestartet haben, hat sich unser Universum in zwei aufgeteilt. Wir und unser Begleitfahrzeug, was hinter uns fährt, ist in dem einen Universum. Das andere Fahrzeug, was vor uns fahren sollte, ist in einem anderen Universum. Und aufgrund der Quantenverschränkung interagieren die Fahrzeuge zwar noch miteinander, aber trotzdem sind sie in verschiedene Universen geteilt. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn nicht, kein Problem. Ich verstehe gerade selber gar nichts mehr. Weia, Alter. Nee, du, das geht doch gar nicht. Ja, nach hier unten setzen bringt auch nichts. Wobei ich die Straße nicht mal sehe, so dunkel ist es. Ach, da ist die Straße. Ja, ich sehe sie. So, wenn ich mich jetzt hier raufsetze. Okay, lass uns eine neue Route finden. Neue Route finden. Oh, hat bist du aufgesetzt? Egal. So, wo ist jetzt das andere Fahrzeug? Das andere Fahrzeug folgt uns jetzt wahrscheinlich einfach mitten. Ne, das andere Fahrzeug steht jetzt auch einfach. Für den sind wir jetzt mittlerweile auch zu weit weg. Schade. Hat also auch nicht geklappt. Und wenn ich mich jetzt hier hinsetze und nochmal angefahren komme, bringt garantiert auch nichts. Weil dann habe ich ja auch die Formation schon verlassen. Neu berechnen. Richtig? So, jetzt komme ich nochmal angefahren. Ja, mit ganz großen Tram-Tram. Wieso habe ich kein Licht da an? So, da vorne blinkt er schon. Alter, dieses Spiel ist so durch einfach. Die Nummer ist einfach komplett durch. Du fährst jetzt wieder weiter oder? Ah, nee, das ist der LKW. Was sind ja andere? Ah, davon ist er. So, wenn ich mich jetzt nähere, kommst du da? Fährst du da weiter? Nee, keine Chance. Wo ist der andere Wagen hin? Ist der das da? Nee, das ist der die Sachen da trennt voneinander. Ja, wo ist der andere Wagen jetzt hin? Der da neben uns blinkt, ist der defekte. Und der andere Wagen? Der fährt da hinten. Da fährt er, guck mal, wie es da blinkt. Das ist er. Das heißt, der denkt jetzt auch, dass wir auf der unteren Route sind. Oh mein Gott, das ganze Ding ist komplett durch. Ja, da fährt er jetzt weiter. Und weil wir nicht mehr vor ihm sind, fährt er jetzt so weiter, bis wir die Formation verlassen haben. Laut seiner Ansicht. Wetten? Wir verfolgen den mal und dann fährt er. Er fährt und fährt und fährt und gleich haben wir die Formation verlassen. Wetten? Obwohl wir selber gar nicht fahren. Wohlgemerkt. Okay, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Jetzt wissen wir nicht mehr, ob er weiterfährt oder ob er doch irgendwo stehen bleibt.
mal, er fährt einfach weiter. Okay, vielleicht können wir es so schaffen. Wenn wir jetzt warten, bis er am Ziel ist. Dann können wir uns einfach ins Ziel teleportieren. Und vielleicht funktioniert das so, keine Ahnung. Oder was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Der fährt jetzt wirklich einfach weiter. Okay, da steht er jetzt. Können wir es uns denn jetzt wagen, hier uns hier ins Ziel zu teleportieren? Weißt du was? Der Speicherstand ist sowieso komplett verkackt. Das heißt, ich speichere jetzt einfach mal. Bam. Schnell speichern. So. Jetzt teleportiere ich mich hier in diese... Alter, ihr seht quasi gar nichts mehr. Und es macht auch automatisch Speicherung. Auch schön. Will ich keine Speichern brauchen. So, jetzt setze ich mich hier in diese Einfahrt. Alter, man sieht gerade... Auf YouTube wird man garantiert nichts mehr sehen. Kein Problem. So, jetzt sind wir in der Einfahrt. Neu berechnen. Okay, sind wir in der Einfahrt. Das vordere Begleitfahrzeug. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Warum? Ich bin doch noch richtig. Doch. So. Das. Warum soll ich geradeaus weiterfahren? Ah, wer weiß. So, das hintere Begleitfahrzeug ist das, was da jetzt steht. Kann ich irgendwie die Zeit vorstellen? Wie war denn das? Mit Time ging es nicht, ne? So einfach geht's nicht. Ne. Schade. Okay, keine Ahnung. Ja, das hintere Begleitfahrzeug ist immer noch das da. Und das vordere Begleitfahrzeug ist immer noch da hinten auf der Brücke. Genau, ist immer noch da. Interessiert uns aber nicht, weil dadurch, dass das hintere Begleitfahrzeug hinter uns ist und da wartet, haben wir offiziell die Formation noch nicht verlassen. Laut Spielelogik. Das heißt, wir können uns ja einfach... Warum jetzt das Navi rumspinnt? Gute Neuberechnung. Und uns hier hinten lang schicken möchte, ich habe keine Ahnung. Frag mich bitte nicht. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Aber wir sollten jetzt hier wahrscheinlich ordnungsgemäß unsere Mission abschließen können. So, wo soll ich abliefern? Da hinten irgendwo. Alter, ich bin... Wenn ich jetzt hier abschließen kann, die Mission. Das wäre zum Schießen einfach. Ich hab das Spiel hat... Ja? Das Spiel wollte mich testen. Aber ich lass mich nicht testen. Ich bin der Test. Boom, Alter. Oh, weia, dieses Spiel ist so durch. Ich will nicht mehr, du. Ich habe meinen Lebenssinn verloren. Ja. Okay. Also, wenn wir jetzt wieder fahren, haben wir jetzt wieder unseren LKW, der wieder da steht, wo wir aufgehört haben, ne? Genau. Das heißt, ich werde an der Stelle jetzt auch noch mal schnell speichern. Und werde dann zwar noch mal richtig speichern, aber ab jetzt wieder auf dem Zweier-Speicherstand. Weil das hier der letzte ist, wo wir wissen, dass da alles noch in Ordnung war. Hoffentlich. Vielleicht war da auch schon ein Fehler drin. Und ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt, wo wir die Mission abgeschlossen haben, weil der Fehler ja innerhalb der KI dieser Mission war, der Fehler auch keinen weiteren Einfluss auf unser Spiel hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Es kann aber durchaus sein, dass jetzt irgendein Random-Generator Seed oder irgendwie sowas verstellt wurde. Weiß man ja nicht, was da im Hintergrund alles abläuft. Und damit jetzt das Spiel nachhaltig geschädigt ist. Das werden wir bei der nächsten Mission sehen. Die mache ich aber garantiert nicht heute. Ich brauche für heute Feierabend. Die Folge geht anderthalb Stunden schon fast. Ich bin durch mit der Nummer für heute. Ja? Das ist einfach nur krank, Alter. Oh, die Folge alleine
Hat schon 10 Gigabyte. Es ist ein Trauerspiel. Es ist einfach so durch. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also, das ist geil. Das ist genau die Seite eines Spiels, die mich am meisten freut, ja. Weil in dem Moment, solange wie bei einem Spiel alles glatt läuft, weißt du nicht, wie ein Spiel funktioniert. Sobald aber beim Spiel die ersten Bugs auftreten, verraten genau diese Bugs, wie das Spiel intern tickt. Das ist so genial. Das ist einfach. Es ist cool. Es ist geil. Es ist wie so ein Investigativfilm. Ja? Ist schon krank. Okay, ja. Damit nach geschlagenen 1,5 Stunden, also eine Stunde, ne? Ich habe ja letzte Folge versprochen, die Folge wird Überlänge haben. Ich sprach dabei zwar nicht von einer Stunde Überlänge, aber die Sachen haben sich halt so ergeben. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, das war eine für mich gelungene letzte Folge für heute. Ich mache jetzt Feierabend. Ich brauche erstmal irgendwas, was mich vergessen lässt. Ja? Und dann sehen wir uns morgen vielleicht wieder. Und hoffentlich denke ich dran, morgen als allererstes eine Spezialtransporter-Mission zu machen. Nicht, weil wir das so lange schon nicht mehr hatten, sondern um zu gucken, ob bei der nächsten Spezialtransportmission wieder alles funktioniert oder ob sich der Bug jetzt vorzieht. Das wäre nämlich ganz gut zu wissen, ob der Speicherstand noch in Ordnung ist oder ob da jetzt wirklich irgendwas direkt im Speicherstand kaputt gegangen ist. Ne? Deswegen werden wir morgen auf jeden Fall als erstes eine Spezialtransportmission machen, wenn ich dran denke. Aber so traumatisierend wie diese Folge jetzt gerade war, werde ich da garantiert dran denken. Ich werde davon heute Nacht träumen. Das könnt ihr mir ver. Ja. Okay. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ciao.